Ja, Freunde, wir gönnen uns jetzt das gottloseste und längste Rap-Battle, was wir je gesehen haben, zwischen zwei wirklich begnadeten Battle-Rappern. Oder wie auch immer man die nennt. Ich würde mal sagen, wir legen auf entspannten, dezenten, zurücklehnenden Hasen los. Let's go, Motherfucker. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7 und herzlich willkommen bei Big Difference. Wir haben heute ein geisteskrankes Match für euch. Oh mein Gott. Wir haben heute Lidl Rapper gegen den Kontrolleur. Macht einmal Lärm! Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Battle. Und in diesem Battle gibt es, genau wie bei Fuck Girl und Barbie gegen Jungfrau und Fuckboy, drei Runden. Drei Runden werden die hier in die Fresse Battle Rap machen. Wir sind hier bei Karlsplatz 17, Kaiser Lounge. Kommt alle vorbei und checkt auf jeden Fall meine Klamottenbrand Raigeki ab. Link ganz oben in der Videobeschreibung. Damit supportet ihr auch diesen Kanal. Gebt auf jeden Fall ein Like und let's motherfucking go. Lidl Rapper wird beginnen. Go! Yeah, man. Erst sollte der Aldi-Typ gegen mich battlen, nicht angetreten. Dann Elias, du Rotzlöffel, nicht angetreten. Jetzt krieg ich so einen Felix, einen Studenten. Aber wenigstens hat der Junge ein bisschen Skill und Punchlines. Aber egal. Krass. Die ersten Zeilen sind trotzdem für dich. Oh. Geh auf Elias, einmal gucken, wer es checken kann. Heute zeigt sich wirklich, wer nur schauspielt und wer rappen kann. Schweigender Schlüssel, bist du, wer erkennt sie? Übersetz ihn in Englisch, raus kommt Zelensky. Und was der Kontrolleur hier gerade mal vergisst, hab ihn kurz mal recherchiert und dein Vater Polizist. Halt deine Fresse, Felix Matt, geh auf Dispunt. Dein Vater ist ein Streifenhörnchen, Alvin von den Chipmunks. Ermittlungstage gegen mich werden auch lang. Wie schlechter Spediteur, erkennt halt nie den wahren Ausgang. Vom Fackel dominiert, zeigt er nach paar Akten einzig. Obwohl den Streifen Menschen fehlen ein paar Akten einzig. Bewerb ein Chef und leben in der kleinen Welt. Wie Verfahren von deinem Dad am Ende eingestellt. Kein Problem, mir fällt jetzt gerade gar nichts ein. Deshalb überbrücke ich einfach kurz mit einem Freestyle-Reim. Im Freestyle merkt man doch, dass er ein Blender war. Wer sagt schon freiwillig, dass die Ex ein Transgender war? Wenn er wegsetzt, voller Rapper, wieder keinen Reim hat, schreit er gern den Vornamen von Newton, Isaac. Und darüber kann man spaßen, denn wie bei Kohlensäure dreht sich alles grad ums Blasen. Bläst du mir jetzt ein oder setzt du dann eine Grenze? Anziehungskraft nennst du dann jüdische Gesetze. Erklär deine Lines, Mann, ich kann grad nicht reden. Bist wie Kollege vergöttern, man sieht mich Analphabeten. Ich erklär dir die Line, dass auch du die verstehst. Nicht Kollegas Label, du bist der Analphabet. Will ich quälen, rede nicht von 50 Shades. Felix Mart, Kontrolleur und früher hieß er Flakes. Du willst mich zerficken und ich frag mich, wie das geht. Persönlichkeitsstörung und ich selber zu dich steht. Komm, fang mich zu ficken, hol mich jetzt vom Thron. Sag, mich hat's getroffen mit der Hartbrandstation. Versuch mich zu zerreißen, als wärst du grad bei Tyson. Die Lines würde ich dir biten, aber kannst da nichts beweisen. Es gab eine Punchline, wo ich mir denk, maybe. Gebückt wie ein Zurück mit der Ähnlichkeit von 80. Doch was du an dieser Scheiße gerade hier vergisst, alles, was ich dir vorweg mich gar nicht mehr hier trifft. Alles kein Problem, versuch mich ruhig zu dissen. Erzähl den Leuten irgendwas, was die gerade nicht wissen. Stimmenimitierer, Mann, der hat doch gar nichts auszusagen. Höchstens bei Preisen kennt er sich doch oft mit draufzuschlagen. Nämlich Supermarktkassierer, okay, wenn man so sieht. Doch der Benz von meiner Tür sagt, dass man ziemlich gut verdient. Leb ein Traum, besitzt alles, Frau Autohaus. Doch beim Student steht der Traum weiter im Autohaus. Ich fahr den Benz über die Autobahn und Kontrolleur fährt halt nur statt Autobahn. Was soll ich dir grad sagen, Mann, mir fällt gar nichts ein. Aber hoffe, du gibst mir eine schöne Punchline. Ich habe euch doch am Anfang gesagt, der Typ ist geisteskrank. Der Typ ist wirklich einer der besten Rapper, der da bis jetzt mitgemacht hat. Mit ihm konnten nicht viele mithalten und er ist bei diesem großen Turnier auch nur rausgeflogen, weil seine Lines so krass waren, dass wir gar nicht gecheckt haben, dass die krass waren. Und er ist einfach so talentiert, ohne bei ihm jetzt blowen zu wollen, dass das für uns als normale Zuhörer schon too much ist. Wir blicken gar nicht hinter dieses Geniale hinter. So. Starke erste Runde vom Lidl Rapper, macht einmal Lärm! Macht einmal Lärm! Digga, er hat ja wirklich gebattelt wie in 8 Mile. Er hat ihm krass alles weggenommen an Angriffsfläche. Ich hoffe nicht. Und jetzt kommen wir direkt zu der Antwort von Kontrolleur. Let's wir da stehen. Motherfucking go. Ja, wo ist ja. Warum ist der Ton so krass? Da
Deine Mutter sagte, du fielst bei dem Storch aus dem Nest. Fragst du sie nach früher, fehlen die Worte direkt. Als Teenie-Mutter waren für sie die Sorgen komplex. Deswegen hat sie dich vor Lidl in einem Korb ausgesetzt. Deine Freundin sucht nach Bekleidung, die arbeitet bei Lidl in der Hurenabteilung. Und du weißt genau, dass ich diese Lady bumse. Einmal ficken bei ihr kostet 100 Payback-Punkte. Trotz deinem Job bist du Sozialversager. Wegen deiner Fresse ackerst du im Warenlager. Denn dein Gesicht ist selbst für Lidl zu ranzig. Heute im Angebot Trisomie 21. Du weißt, dass ich krass das bitte und deinen Lidl-Job eigentlich sehr passend finde. Wenn dein Chef dich ruft, denkst du dir, der macht doch Witze? Ksch, Herr Hurensohn, an die dritte Kasse bitte. Ey, du sagst, deine Homies sind Verbrecher, doch trotz deinem Pseudo-Skill bleibst du ein Image-Rapper. Ich schwöre, ein Talent hat auch deine Zwillingsschwester, denn sie bläst wie Rewe, jeden Tag ein bisschen besser. Auf der Straße scheint das rote Licht, ein Ort, an dem man läuft und besser auf den Boden blickt. Dort sieht man deine Mom, sie arbeitet am Drogenstrich, die ist das Gegenteil von Lidl. Lohnt sich nicht. Oh, kurz, aber stark. Der Kontrolleur war jetzt nicht so, sage ich mal, deep wie die Lines von dem Lidl-Rapper, aber die haben geballert. Die Leute sind drauf abgegangen, ich bin drauf abgegangen. Das ist ja das, worauf es ankommt. Sehr, sehr stark. Wir haben hier ein geisteskrankes Match und das war gerade mal die erste Runde. Kommen wir direkt zu der Antwort vom Lidl Rapper. Let's motherfucking go. Alter, es geht ja Schlag auf Schlag. Wie geil ist das denn? Ah, da war diese Jungfrau. Da krieg ich auch noch den Beat, wo der Kontrolleur auf jeden Fall zerberstet hat. Ich erinnere mich nicht mehr an den Gegner. Aber Aldi. Hier kommt dein Finale, du Snitch. Und Deutschland wird empört. Echter Aldianer, dann wird das dein echtes Shirt. Trugst ein Fake Aldi Nord, du bist sogar zu dumm zum Lügen. Checkst 089 und das ist München ganz im Süden. Erklärst dir sogar nochmal, die Punchline nicht genügt. Echter Aldianer, dann wär Chef von Aldi Süd. Was Bezirksleiter zäh, Money Rain Soldier. Jahrelang geblasen bei Top Tier Takeover. Köln, Berlin, Leipzig und Wien. Denn du würdest doch so gern auf einem anderen Level spielen. Streitest alles ab oder erzähl von deinen Hypes. Dann guck ich auf dein Insta und die 700 Likes. Nur RTL-Zuschauer, Brudi ist der Top. Wer rein schon Julians Block auf Huren zu Kopf. Bei deinem Punchline macht es echt ratatata. Wie nennst du deinen Stil? Nenn es Zweck, kein Massaker. Was wir beleidigen, ich schuld dich auch grad so vom Grund. Die Wahrheit wohnt in Dachau und arbeitet bei Vodafone. Und wenn du sagst, dass diese Scheiße grad nicht killt, ich hab auch gern auf Instagram für dich dazu noch Bild. Choke. Ich seh so aus, als wär ich Weihküffer, sein Stiefkind. Der speichert dich im Handy ein, unter Hitlers Liebling. Ja, du hast recht, ich lass das Bargeld gerade auf Spaß rechnen. Frag mich nach meinem Hobby in meinem Benzer. Gas geben, in Sauna anzutreffen, Diskotheken rausschmiss. Die Haut jagt die Vergangenheit, weil ich alles krasse. Industrie, dein Aufblühen, 50 deutsche Panzer. Bekannt wie Asiate, denn sie nennen mich Reichskanzler. Felix Baumgartner mach ich zu meinem Double. Gas kam mehr zum Aufstieg und verfolgte ganz viel Jubel. Ich war ein Arschloch und lebte in einer Scheinwelt. Denn außer diesem Fame hatte ich 33 kein Geld. Kapitulierte, brachte mich halt echt um. Der scheiß deutsche Staat lebt mir das Gas doch noch in Rechnung. Ich hab kassiert, werde trotzdem meinen Stolz wahren. Gas betreten oft nicht mal der Wahrheit, Volkswagen. Und wenn du sagst, dass einer meiner Punchline schlecht ist, sag warum im Auto das Gaspedal noch rechts ist. Die Trainer Strom ab, echte Kings. Doch fällt die Ampel aus, gilt dann wieder rechts vor links. Ihr wollt den Krieg, ja dann komm ich noch mal runter. Doch unterschreibe höchstens bei dem Royal Bunker. Was ist los, guck mal hinter die Fassade. Aufmerksamkeit, dann brauchst du Medienskandal. Berichten sie von Kriegen, ja dann ist das so. Schieß ich auf Wladimir, geht der im Klitsch K.O. Nach Name drin, wie ihr gerade erkennt. Aber nimmt man sie wirklich, meine ich den Präsident. Bin ich pro oder contra, wollt ihr jetzt drüber reden? Oder seid ihr wieder nur durch Zynik überlegen? TV Total Live, Kapi war der größte Verehrer. Depressiv nach Zerfall, der Stefan Bandera. Ja, Mann. Stark. Ja, der hatte sich für diesen Aldi-Rapper vorbereitet. Sollte der Lidl gegen Aldi sein Rematch, der ist nicht gekommen, Elias ist nicht gekommen, der Dritte ist gekommen und ja, der Text ist aber halt gegen den Aldi-Rapper geblieben und nicht gegen den Kontrolleur. Was sehr schade ist, trotzdem sehr geil vom Inhalt her. Starke zweite Runde, oh mein Gott, kannst du krass rappen. Ich schwöre wirklich. Also live performen, ne? Du hast richtig gebrettert, bam, 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 bam. Also richtig, richtig krass. Kommen wir direkt zu der Antwort vom Kontrolleur. Seine zweite Runde. Let's motherfucking go. Let's motherfucking bounce.
Den habe ich auch gestern kennengelernt, diesen Big N. Oder der ist die ganze Zeit stoned. Der Usser. Der guckt so irgendwie komisch. Ja, nütjes. Es ist Poker, oder sollte ich Farid sagen, der Beste, wenn es darum geht, andere nachzumachen. Imitationen hier und Imitationen da, doch große Stars zu imitieren, macht dich nicht zum großen Star. Du machst mal Hafti nach, du machst mal Farid nach, doch hinterlässt es nur einen bitteren Nachgeschmack. Wenn du vorhast, von der Scheiße zu leben, dann rate ich dir, den Leuten mal etwas Eigenes zu geben. Was steht am Strich mit Arschimplantat? Es ist Poker, er macht Katja Krasavitz nach. Doch die meisten Freier verzichteten auf ihn, er schreit ihn hinterher, für euch bin ich auch Shirin. Deine Freundin ist echt abgefuckt. Sie denkt an andere Männer unter diesen Affen. Satt im Bett ist sie eine krasse Slut. Du musst so tun, als wärst du Haftbefehl, damit sie einen Orgasmus hat. Ich machte mir seine Mom klar. Sie war behaarter als der gestiefelte Kater. Poker erwischte mich mit meinem Glied in ihrem After. Ich sagte, Bro, ich imitiere nur deinen Vater. Du bist so super stark. Bei deinem Sohn war, bring Papa in die Schule Tag. Und du hast dir extra frei für diesen Tag genommen. Doch dein Sohn meinte, kannst du nicht als Farid kommen? Du siehst hier kein Tageslicht. Hiernach gehst du zu deiner Mom, die verarztet dich. Du sagst, der Kontrolleur hat mich heute in den Arsch gefickt. Sie sagt, oh, dann hattest du denselben Tag wie ich. Denn du bleibst hier höchstens die Kopie in der Kopie und ich ficke dich mit Stolz. Du kannst erfolgreiche Rapper imitieren, aber nicht ihren Erfolg. Danke! Zweite Runde vom Kontrolleur, warte mal! Ich bin einfach sprachlos. Ey, diese zweite Runde hat alles rasiert. Die hat alles zerstört. Der Inhalt war unbeschreiblich. Ja, ne, der Typ ist Game Over. Er wurde getötet. Junge, Junge, Junge. Hey, Türkei. Hä, warum ihr hat könnt das? Alle nach Hause gehen. Was für ein Niveau haben wir hier? Ihr könnt alle nach Hause gehen. Kommen wir direkt zu der Antwort. Dritte und letzte Runde. Warum hat der das an? Lidl Rapper. Für keine Flagge, Rudi. Let's motherfucking go. Yeah, yeah, yeah. Einen haben wir noch vergessen, Elias. Kontrolleur ist ein guter Künstler, deswegen gewinnt er heute. Ich wusste das alles schon. Deswegen. Ey, wollt mich alle in eine Ecke drängen. Der Lidl Rapper. Stimmimitator. Danke, Toffel. Punchline perfekt. Spielt mir in die Karten. Aber heute zeige ich euch allen, wer ich bin. Das ist für meinen Seelenfrieden. Du meinst, die Leute werden schon sehen, eine Rückrunde wird gehen. Bist vermeintlich schizophren, sonst würdest du vor mir stehen. In Runde 37 reicht, um dich zu ficken. Der Clip wie Borderline, denn da wurde ziemlich viel geschnitten. Ab heute hast du kein Image, man, als Topmodel von Heidi. Und dieses Battle, klares 3:0 für Mighty. Meint sich beide von King Plankton, bin ich, das war nicht stimmig. Wie fandst du meine Punchline? Ach, für dich waren ziemlich cynic. Kein Ami-Rapper-Analyse wie ein Profiler. Du warst den anderen nur aufgrund von guten Flowrider. Die beste Punchline war dreisilbig und zwar miese Promo. Auf meine Zähne sei noch gelber als das Lidl-Logo. Wer ist beim Schreiben, als ob ich nichts von deinem Konzept weiß? Paradoxerweise war vor 7 Sponsor Konzept weiß. Brauchst du Kohle? Dann send ich dir einen Promocode. Du steckst bald in der Scheiße, denn du frisst sogar für Promocode. Er wurde gewarnt, dass dieser Poker ihn zerfickt. Und Sarah GBS hat mir paar Sprachmemos geschickt. Ja, der Real Talk kann noch kommen, heute werde ich dich verschonen. Für mich ist das nichts weiter als eine Machtdemonstration. Unglaublich, wie Niveau hier weiter sinkt. Oder dass jetzt einer von uns Lappen heute gewinnt. Jeder schreibt Fick Mutter, damit sie schreien, Bruder, krass, ich fäll mein Urteil und mach daraus einen coolen Zerwasch. Und Kontrolleur, ja, den Sieg sollst du auf jeden kriegen. Ich hingegen rap ein letztes Mal für meinen Seelenfrieden. Ich lass mein Herz auf den Zeilen gerade bluten und trag ein David-Stern aus Respekt vor allen Juden. Denn Menschenrassen, die sich hassen, gibt zu viele. Deshalb bitte mich die nächsten Zeilen an alle, die Muslime. Respekt vor Kulturen geht seit Jahren mir schon flöten. Islam ist stets verbietet, um Schuldige zu töten. Boah, sorry, ich muss kurz pausieren. Ich hab noch nie so miese Gänsehaut gekriegt wie gerade hier bei dem, bei seinem Part, bei den letzten paar Lines, die er geballert hat. Ich schwöre es euch, einfach Real Talk. Der andere war krass, aber das ist so deep, das ist so in mein Herz reingegangen. Das hat bis jetzt, soweit ich mich nicht irren kann, kein anderer geschafft.
Und weil der Hass hier gerade steigende Tendenz bleibt, tötest du einen Mensch, tötest du gleich die ganze Menschheit. Der Grund, warum ich schieß gegen Medien primitiv. Ein echter Muslim weiß, so kommst du nie ins Paradies. Wenn man Gerüchte gerade im Ohr verbreitet, angeblich hätte ich ja für Mäus damals was vorbereitet. Komm wie Russe mit Bazooka, Iro de Puta, du kleine Schamu, das war die Punchline Corona. Egal wer draußen über mich jetzt schimpft, Mäus ist halt wie ich, seit 2 Jahren ungeimpft. Die Oberflächlichkeit, die die Ratten draußen prägt, angeblich fehlt's in blonden Jahren Solidarität. Ein depressives Schlachtschiff, suche nach dem Riff, erkläre ich ganz Deutschland jetzt gerade den Begriff. Denn Leid und Kriege auf der Welt, es gab so viele, und jeder heuchelt Solidarität für Ukraine. Medien, die jetzt schweigen, heute werdet ihr's erfahren. Meine Solidarität geht an die Brüder im Iran. Weder in der Bild und auch nicht in der Hyria. Wo war die Solidarität 2011 für Syria? Darf man denn die Wahrheit auf der Straße noch erwähnen? Wo war die Solidarität 2010 für Jemen? Während die Familien ihre Freunde grad beerdigen. 1999, Kosovo und Serbien. Ich mach das grad gekonnt, steh lyrisch an der Front. Denn unter Gerhard Schröder hat die NATO da gebombt. Ja, ich frag euch Heuchler, wo ihr all die Jahre wart. 2003 bei den Kriegen im Irak. Schieb Anschläge auf Moslems, die es gar nicht waren. Aber liefert deutsche Panzer nach Afghanistan. Deshalb schrei ich immer wieder gegen heißes Klima. Hebe meine Faust gerade für Free Palästina. Und jedes Wort, was ich rappe, das ist real. Nachdem all die Battle stand ich vor einem Major Deal. Sie hofften, dass ich fall. Ey Poker, du bist doch gerade ein mieser Flop. Wenn ich mit Manager Infos von meinem DJ Schock. Er ist gestorben, ich wurde innerlich zerstört. Wir hatten einfach eine Vision, wir träumten vorne. Also Markus, Geschäftsführer von Warner Cruz, weil alles bei mir höflich bleibt. Das ist die Antwort auf die Frage nach Persönlichkeit. Denn dieser Junge, der hier rappt, der wird jetzt frech. Woher kommt denn die Kleidung, die ihr tragt aus Bangladesch? Und wie sie produziert war, war für euch nie relevant. Alles für einen Hungersohn aus kleiner Kinderhand. Bring den E-Wagen her, und zwar pronto. Woher kommt Kobalt? Abgebaut aus Kongo. Wieder folgt ihr Heuchler gerade den Teufel ins Verderben. Denn euch ist scheißegal, wenn kleine Kids beim Abbau sterben. Was für Menschen leid, Mann, ich komm darauf nicht klar. Wie viele mussten sterben für die Stadt in den Katar? Setz Geld über Menschen und ich geh grad auf die Knie. Wie Deutschland gegen Spanien, Mann, es geht um Empathie. Und ja, der Deutsche will jetzt weiter seinen Stolz wagen. Für seine Nachbar jedes Jahr einen neuen Volkswagen. Wo wurde er hergestellt, was sie nie erfuhren? Neues Werk in China mit gefangenen Uiguren. Ja. Wo ist denn irgendjemand, der für die dort aufstand? Für einen Europäer ist das leider zu viel Aufwand. Scheiß aus Moldau, bla bla, bin jetzt gerade Startler und ziele mit der AK direkt auf Kapital, bra. Wie ich zerlege, gib mir Stift, Mike und einen Beat. Damals noch authentisch und du machtest Songs wie kein Krieg. Wie ich zerlege, das zeige ich dir jetzt auch. Bei dir mach ich aus, als wär Zitatrecht gebraucht. Werd ihn jetzt treffen, hab ihn nicht einmal beleidigt. Scheiß auf die Amis, weil der Putin unser Land verteidigt. Hast du gesagt, und ich frag mich echt schon wieder, wo ist er denn nur hin, der ach so stolze Ukrainer? Verherrlicht Drogen in der Buff, hier weiter Zeit ziehen. Du bist eine Nutte dieses kommerziellen Mainstream. Dann geht dich peripher, du Prinz auf Belvedere. Hose Trono weiter Frauen, so als wärst du dieser Flair. Russland, Amerika, einfach zu krass. Atechli, Beirut, Jan, Dana, Thomas. Kein Problem, ich werde jeder Menschenseele selten Wert geben. Deshalb trage ich Türkei Flagge heute für das Erdbeben. Ich weiß, ich kann die Scheiße nicht beenden. Doch jeder, der ein Herz hat, der kann ein bisschen spenden. Ich hoffe, dass ich mit Real Talk einfach heute zerfetzt. Deshalb zeigt eure Herz gerade mit einer SMS. Egal ob schwarz oder weiß, arm oder reich, wir sind Fische in einem Teich, unter der Sonne sind wir gleich. Nennt mich schizophren, und wenn V7 Eier hat, dann lässt er alles stehen. Die Menschen um mich rum, alle am Erblinden. Mir geht's nicht um Beleidigen, mir geht's um Verbinden. Alles kein Problem, das ist meine letzte Warnung. Mein Name nicht Johannes, das war meine Offenbarung. Oh, Junge! Junge! Oh, ich schwöre, das beste Video von 4-7. Gänsehaut. Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist. Pur. Er hat sich entschieden, in der dritten Runde nicht zu battlen, sondern wie ein richtiger Rapper eine Message an jeden Einzelnen. Er hat für mich gewonnen. Und das zeigt Größe. Wirklich. Ja, er hat für mich gewonnen, auch wenn es so aussah, als hätte der andere gewonnen. Ja, es geht da um Battle etc. pipapo, aber... Ich habe so kranke Gänsehaut gehabt bei dem, was er da gerappt hat. Und man merkt, die Aufnahmen sind was älter. Die waren zu der Zeit, wo noch diese Erdbeben in der Türkei aktuell waren. Wäre es auch rechtzeitig rausgekommen, hätte es sogar noch besser gepasst. Aber deswegen hat er diese Türkei-Hoodie an. Boah. Das zeigt Größe. Macht einmal Lärm für diesen Rapper! Selbstverständlich lasse ich alles drin.
So, und ich weiß nicht, was ich sagen soll. So, das ist, das war einfach, das hat mich berührt. Ja. Alles, was du gesagt hast, hat mich auf jeden Fall berührt. Ich glaube, jeder hat hier Gänsehaut und komplett Gänsehaut. Das war was anderes auf jeden Fall. Das war was anderes. Du hast auf jeden Fall dich von einer anderen Seite gezeigt. Du hast gezeigt, dass du nicht nur bellen kannst, sondern dass du auch eine Message hast für alle anderen. So. Ja, da wir bei Big Difference sind, geht's trotzdem mit der letzten Runde weiter von Kontrolleur. Ich weiß es nicht, willst du jetzt auch eine Message haben für alle oder willst du den auseinandernehmen? Deswegen, let's motherfucking go, dritte Runde. Was für dritte Runde battlen, Mann, ich scheiß auf mein Part, weil's bei uns im Turnier Fehlentscheidungen gab. 4-7 stand zwar inzwischen zu seinen Fehlern, doch Big Reality war realitätsfern. Die Jury, sie war sowieso voll Spinner. Jeder wusste eigentlich, aber Poker der Gewinner. Deswegen gebe ich Props jetzt an dich. Spaß, du Hurensohn, Elias hat dich gefickt. Ah, okay, ehrenlos. Du bist über Insta nach oben und besten Beiträge und Stories voll von Imitationen. Aber Poker, deine echte Stimme ist eine Seltenheit. Dein einziges Talent ist nicht, du selbst zu sein. Jetzt wird's peinlich für dich, denn auf Instagram sammelst du fleißig die Klicks. Du willst den blauen Haken, aber peilst es grad nicht. Du wirst ihn nicht kriegen, weil du nichts Eigenes bist. Aber deine Songs sind miese Bretter. Deswegen will ich noch ein Selfie mit meinem Lieblingsrapper. Jetzt noch lächeln, das wäre richtig entspannt. Ich meinte die Jungfrau, verpiss dich, du Schwanz. Schau, wie tief du jetzt fliegst. Im letzten Battle hast du nicht entschieden gesiegt. Und obwohl man Elias nie freestylen sieht, fordertest du ihn zu einem Freestyle auf Beat. Ihn herauszufordern brauchte keinen Mut. Doch vor dir steht ein echter Freestyler in Fleisch und Blut. Scheiß auf deine Punchlines. Battle mich in Runde 4 Freestyle. Oder zieh den Schwanz ein. Ey, das mit Abstand beste Video. Boah, Junge, was ist das? Digga, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Bruder, was ist, bin ich im falschen Film? Jo, mein, wir können's machen, du saugute Faktor. Komm, wir's machen. Ich feier den Beat aber nicht so krass. Ich fange an. Wir haben hier einfach Freestyle-Battle. Ah, ja. Ah, Kontrolleur kommt an und ich ex Bacardi. Du siehst aus wie der behinderte Cousin von Barbie. Hey, Dicker, ich bin einfach krank. Man erkennt dich nicht mehr, stehst du vor einer weißen Wand. Weiße Wand, Alter, das ist doch grad geklaut. Hast du schön grad vorgeschrieben, gerade für die Jout. Alles kein Problem, Mann, dein Grund dran ständern. Wie der YouTuber, du rufst lieber Alpha Ken an. Guck mal, wie ich diese Fotze hier wegmache. Haartransplantation, aber fast immer noch Glatze. Ey, Digga, was hast du da gemacht? Ich komm mal an und ficke diesen gottverdammten Spaß. Gottverdammter Spaß, Attitüde, jedes Wort ist eine Lüge. Mach mir bitte nicht auf Brüde, weil ich nicht mehr ganz das liebe. Verteil gerade Seitenhiebe, schmiedest ne Intrige, deshalb nur noch Seitenhiebe. Er kam an und er dachte, er kann ganz zerfetzen. Drei Runden ohne einen Punch zu setzen. Was war das denn? Dicker, ich bin jetzt klar. Das war kein Respekt vor 4-7, klar? Alles kein Problem, wenn ich empör, Mann. Ich nahm dich nicht mehr ernst, du warst der Fahrkartkontrolleur. Guck mich an, ich kann mein Leben nicht präsentieren. Natürlich werde ich bei dir nicht mal Stimmen imitieren. Ah, Dicker, ich muss es jetzt hier sagen. Deine Mutter hatte kein Ticket, deswegen muss sie auf Toilette blasen. Dicker, das muss ich hier gerade sagen. Ich komme an und werde dich einfach hier mal überfahren. Jetzt werde ich eklig, Kanacke, gerade auf Mutterland. Wo wär denn jetzt der Stolz, wenn ich im Bett mit deiner? Ah, guck mich an, wie das Feuer gerade entfacht. Ich hab's nicht mal ausgesprochen, du hast es gedacht. Ich lutsch dich verdammt, imitier doch deine Mutter und lutsch meinen Schwanz. Ey, Dicker, das wäre witzig. Ich komme an und ich fick dich, du bist nicht sick. Nicht sick, ey, ich hol dich von deinem Thron. Für mich bist du nichts weiter als ein kleiner Sohn. Merkst du wieder, wie das Feuer gerade entfacht? Schon wieder hast du selbst von dir so eine Scheiße gedacht. Ey,
Digga, ohne Witz, Mann, ich bin so hart. Du siehst aus wie mit den Hamsterbacken vor einem Winterschlaf. Was ist das denn? Dicker, ich bin hier der Don. Du hast seit 3 Monaten immer nur zugenommen. Ey, guck mal, du laberst gerade richtig scheiß. Guck, du lutschst doch gerne mal am Stiel voll Eis. Kein Problem, Mann, darüber kann man spaßen. Kann statt der Vasen, bei dir dreht sich nur um Blasen. Ah, Digga, du bist eben hier wack. Du bist noch bleicher als die Jungfrau vor dem ersten Mal Sex. Ey, guck dich mal an, was ist das für eine Hautfarbe? Guck, wie ich diesen gottverdammten Bastard hier rausschlage. Ey, Hautfarbe, machst du gerade Heikel-Action? Rede nicht von Michael, wenn ich sag, ich geb einen Jackson. Kein Problem, Mann, das wird man gerade packen. Aber er ist halt Student, da gibt's nix auf deinen Nacken. Aus! Starke! Boah! Boah! Ey, ich bin fast verreckt hier. Oh mein Gott, wirklich... Respekt an euch beide. Geil. Respekt an euch beide. Geiler Schlagabtausch. Gottlos. Geiler Schlagabtausch. Beide haben nochmal gezeigt, was sie drauf haben. Ich habe mich auseinandergenommen mit dem Freestyle. Auf jeden Fall, ich scheiß auf den Gewinner. Schreibt einfach in die Kommentare, wie geil die beiden sind. Mach doch mal Lärm! Beide top. Wirklich richtig krass. Ich bin sehr, sehr stolz auf euch. Habt ihr euch schon Respekt gegeben? Komm. Nochmal Respekt geben, wie es sich im Battle Rap gehört. Das ist Big Difference. Und vielen, vielen Dank an deine Message nochmal. Vielen Dank an deine Runden. Vielen Dank an das ganze Freestyle hier. Das wird auf jeden Fall ein neues Level sein bei Big Difference. Ja. Und ihr schreibt in die Kommentare, wenn die beiden nochmal kommen sollten. Ich glaube, die sollen nochmal kommen, weil die sind sehr, sehr krass. 100%, das war wirklich das Beste bis jetzt, was ich da bei Big Difference gesehen habe. Einfach die zwei krassesten gegeneinander. Vor allem ein Wechselbad der Gefühle war das. Ja, ein Wechselbad der Gefühle, Gänsehaut, Action, alles einfach, von allem war alles dabei. Sehr, sehr geil. Aber schreibt ihr eure Meinung unten in die Kommentare rein. Vielleicht seht ihr es ja anders wie ich. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt sauber, bleibt real und denkt immer daran, auch in euch steckt ein kleiner Mustang.